Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, ist es natürlich nochmal Zeit für Warframe und heute gucken wir uns endlich mal an, was sich an Limbo jetzt so getan hat und ob sich Limbo jetzt ein bisschen vielleicht mehr lohnt und nicht mehr ganz so nervig ist, wie ja bestimmt viele in Erinnerung haben. Ja, auch mir ist er noch sehr, sehr nervig in Erinnerung und gucken wir erst mal, bevor ich meinen Senf dazu abgebe. Und wir gehen ja vielleicht mal kurz ein bisschen aus der Sonne und sagen, ja, Limbo wird jetzt erstmal uns ein bisschen begleiten und seinen Hut lüften und sagen uns, was er denn so alles tut. Oder eher, wichtigerweise, was er eben jetzt nicht mehr tut. Gucken wir uns da ganz kurz nochmal seine Fähigkeiten an. Der gute Limbo hat natürlich eigentlich nur eine Fähigkeit wirklich verändert bekommen und das wäre Stasis, jawohl, und zwar die Zeit anhalten. Vorher war es ja so gewesen, dass sobald wir zum Beispiel Cataclysm, diese große Bubble uns hinknallen, also die große Käseglocke, dass Gegner, die da drin stecken sollten oder auch andere Gegner, die gerade im Moment eben verbannt sind, ne, zum Beispiel Banish oder sowas, dass da eben die Zeit für die anhält. Und sollten wir auf die Gegner angreifen wollen, zum Beispiel im Cataclysm, können wir die eben nicht beschießen, weil unsere Kugel in der Luft auch stehen bleibt, weil eben die Zeit still steht. Auch für unsere Kugeln, witzigerweise, aber nicht für unsere Nahkampfwaffen. Mittlerweile hat sich das aber geändert. Stasis funktioniert jetzt deutlich anders, denn es trifft nur noch Gegner und nur noch gegnerische Projektile. Und dafür ist auch die Zeit von 30 Sekunden auf 15 Sekunden reduziert worden. Natürlich können wir mit Mods ein bisschen was dran drehen, die Zeit wieder höher wird. Aber generell können wir davon ausgehen, Stasis ist jetzt nicht mehr ganz so hinderlich, wie es vielleicht damals war. Womöglich hat man noch die Cataclysm toll gefunden, aber sobald Stasis einen anschmiss, hat einer gesagt, oh nee, mach das aus, ich muss Gegner sonst erschlagen, ich will Leute erschießen. Vielleicht, zum Beispiel. Und am besten, ich zeige mal ganz kurz. So, ich habe jetzt ein paar Gegner hier mal beschworen, mir hier, so als Test, nicht wahr? Und angenommen, ich würde jetzt hier sagen, ich mache jetzt hier die Bubble an, das große Cataclysm, und sage jetzt, oh, stopp, bevor sie mich hier fies umhauen können. Ist das nicht toll? Zeitstopp und ich kann die Gegner erschießen. Ausgezeichnet. So muss es ja auch sein. Weil früher war es ja so, ich konnte die Gegner nur fies erschlagen. Was natürlich ging in meinen Augen. Aber im Ernst, wenn einer jetzt irgendwelche krassen Schusswaffen dabei hat oder generell gerade schießen wollte, warum hindert mich denn daran? Einfach. Leute umschießen, alles läuft. Alles super, alles tutti frutti, könnte ich beinahe sagen. So, jetzt können wir Zeitstopp wieder anschmeißen, die Stasis und da schießt der Kollege mich da vorne. Wir können erstmal auch mal die 4 wieder auflösen. Jetzt hat er natürlich das rausgekommen und ich verbanne ihn natürlich. Und sofort ist er wieder in der Zeitstoppphase drin. Natürlich kann ich ihn nicht so beschießen, weil er ist natürlich wieder in der Phase. Also muss ich selber in die Phase wechseln, was Limbo natürlich kann und kann wieder über den Haufen schießen. Aber generell diese ganze Spielerei mit, ich bin in Phase, ich komme raus aus der Phase, kann auch dann wieder teilweise eine Loot aufheben oder auch nicht. Natürlich kann ich das alles umgehen, wenn ich einfach nur Cataclysm jedes Mal zaubere, weil dann ist natürlich der Loot am Boden für mich auch aufhebbar, genauso wie meine Verbündeten. Aber, ne? Das sind so Sachen, ein paar, die bei Limbo immer noch so ein bisschen nervig sind zwischendurch, weil man muss halt immer ein bisschen mitdenken. Und glaubt mal wohl, sobald ihr nicht alleine seid als Limbo, sondern ein anderer Limbo noch dabei ist, wird es teilweise sehr unübersichtlich, wer gerade in Phase ist, wer auf wen schießen kann, wer wo gerade wie wo verbannt ist oder whatever gerade passiert, das ist nicht mehr feierlich. Aber, wir haben ja einen großen Bonus erhalten, würde ich mal sagen, eine Sache, die ich auch selber mal gerne unterschlagen habe. Und das wäre Rift Search. Jetzt will ich sagen, was ist dann jetzt so toll? Sagen wir es mal so, wenn wir jetzt relativ viele Gegner mit diesem Rift Search belegen wollen würden, ja, da gibt es nämlich extra einen schönen Syndikats-Mod für, dass wir für jeden, worauf wir Rift Search drauf haben, machen wir 30% mehr Schaden. Also insgesamt, das heißt unsere Schusswaffen, also alles, was Limbo so bei sich hat, macht 30% mehr Schaden für jeden Gegner, der Rift Search von uns gekriegt hat. Und dann können wir uns natürlich ziemlich krass nach oben pushen. Und wir machen alle unsere Kollegen wahnsinnig, weil wir können Rift Search nur auf Gegner drauf machen, die jetzt gerade zufällig im, in dem Raum sind eben, der verbannt ist. Also entweder mit Banish oder Cataclysm müssen wir Leute erstmal reinklatschen und dann können wir Rift Search drauf machen und am besten so viele wie möglich und dann wird Limbo völlig im Rad drehen, zumindest in Verbindung eben mit dem Syndikatsmod. Aber ansonsten, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das Stasis. Stasis ist jetzt endlich mal nur noch für Gegner und nicht mehr für uns. Das ist toll. Ach ja, und eine Sache, die ich auch gesehen habe, ich weiß nicht, ob die Änderung jetzt schon länger ist, man kann jetzt auch endlich wieder mit Containern, also Sachen, die ihr vom Boden aufhebt, also so zum Beispiel Energie für so Ausgrabungsmissionen, können wir jetzt tatsächlich auch in dieses Cataclysm-Feld reinbringen. Oder wir können auch verbannt werden, wir lassen das Ding nicht mehr automatisch fallen wie früher, sondern wir behalten es tatsächlich. Das ist wirklich toll, da muss ich sagen, das ist super. Da kann ich mir gerade vorstellen, für eine Defense-Mission, wie ich es jetzt gerade so vor meinem geistigen Auge habe, wir bauen wirklich Cataclysm hin. Am besten, ich zeige es nochmal gerade, weil es einfach nur gut ist in meinen Augen.
Wir bauen einfach wirklich Cataclysm irgendwo hin. Sagen, hier dürft ihr nicht rein, hier sollen die nichts machen können. Machen Zeitstopp an und jeder Gegner, der meint, er müsste reinlaufen, wird festgehalten. Also niemand ist in der Lage, quasi auf uns zu schießen, weil jedes Mal, wenn er, sobald er das Feld betritt, dann, beziehungsweise er macht natürlich wirklich nur einen Schuss vielleicht, aber er kommt nicht wirklich weiter. Er kommt nicht wirklich weiter und wenn er versucht reinzuschießen in das Feld, wie ihr seht, sind wir ja unbesiegbar. Als auch unsere Verbündeten. In der Hinsicht ist das gar nicht schlecht. Natürlich, wir können von hier aus aber auch keinen verbannen und dann ihn erschießen. Das geht leider auch nicht. Jetzt müsste ich wieder Timestop anmachen, aber ansonsten können wir ein neues Cataclysm hinbauen, bevor wir erschossen werden natürlich und dann können wir die Gegner auch so erschießen. Ja, aber generell zum Verteidigen. Zum Verteidigen sehe ich bei ihm durchaus einen gewissen Mehrwert. Gerade weil er jetzt ja auch schießen wieder kann und muss jetzt keiner mehr wie früher an der Grenze dieses Bereichs die ganze Zeit mit der Nahkampf einfach rumschwickern und hoffen, dass jemand gerade genau in Stasis kommt und wieder abmurksen gehen kann. Das war ja vorher absolute Katastrophe. Jetzt können wir wirklich die Gegner wieder erschießen. Was Gutes. Was definitiv Gutes. Trotzdem nervst du noch sehr, Kollege. Ganz im Ernst. Ich bin mir immer noch sicher, dass die Devs noch ein bisschen was dran drehen müssen am Limbo. Wir müssen da immer noch ein bisschen was dran drehen mit den Fähigkeiten. Es baut zwar jetzt wirklich alles aufeinander auf, was ist total toll, aber trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, man könnte absolut wahnsinnig werden mit Limbo. Vor allem, wie gesagt, sobald ihr mehrere Limbos rumspringen habt, jeder sein eigenes Ding am Bauen ist, der eine verbannt gerade Leute, der andere macht vielleicht sein Banish in die Landschaft, der andere, also das ist ja verbannt, aber sein Banish in die Landschaft, der eine will jetzt gerade vielleicht hier Rift Search die ganze Zeit verteilen, damit er mehr Schaden macht, oder der andere baut jetzt seine Käseglocke in die Landschaft und sagt dann, oh, die Gegner müssen auf mich zukommen und da drin habe ich Zeitstopp. Ich bin mir nur, was ich noch nie getestet habe, ist, und zwar, wenn mehrere Limbos zusammen sind, ich meine, ich stelle mir das katastrophal vor, aber zählt dann das Verbannen von den, also angenommen, ein anderer Limbo verbannt gerade jemanden in den Phasenraum und dann mache ich Zeitstopp, zählt das auch dann für ihn? Wahrscheinlich ja, weil alle Gegner in der Phase dann halt normalerweise das abkriegen müssten. Weil ich stelle mir da gerade eine interessante Kombination vor. Der eine macht jetzt quasi verbannt wie ein Geisteskranker jeden und der Typ, der andere geht jetzt nur auf Warframe-Dauer und tut jetzt einfach alle, keine Ahnung, in Anführungsstrichen stundenlang in Stasis festhalten. Wäre eine interessante Idee, nur die beiden Limbos können dann die Gegner töten, logischerweise, weil die sind ja alle in Phase, ne? Das ist immer noch das Hauptproblem, die Idee mit der Phase. Ich meine, ich finde es toll, dass man unbesiegbar ist. Und gerade er ist super toll. In der Sekunde, wenn es darum geht, jemanden zu verteidigen, zum Beispiel NPC, gibt es ja Defense-Missionen, wo man NPC verteidigen muss. Er packt ihn in der Phase, Sache ist durch. Also nicht in die Phase, doch in die Phase. Ja, wollte gerade sagen, in die Phase? Nein, in Stasis habe ich ja gemeint. Nein, aber in die Phase und dann ist er unbesiegbar in der Zwischenzeit. Und man muss nur aufpassen, dass sobald der Banish, also diese Phasen-Move halt vorbei ist, dass man wieder neu draufzaubert auf ihn und vielleicht nicht die Gegner außen herum gleich mit in Phase packt. Aber ansonsten ist das ganz gut. Das ist super. Aber ansonsten, ich kann mir nur vorstellen, es gibt so viele Missionstypen, wo er nur Leute auf den Keks gehen wird. Es sei denn, man benutzt ihn jetzt nur in Ausnahmesituationen. Dafür ist er immer noch toll. Ich meine, es gibt ja auch Situationen, wo man einfach nur schnell irgendwo durchlaufen muss. Da ist er ziemlich gut drin, weil er ist in Phase, ne? Ja. Oder man kann den Kollegen helfen, zu sagen, oh, ich komme so schlechte Mission raus, kann man seinem Kollegen mitgehen und sagen, komm, ich pack dich mal in die Phase, mach jetzt bitte keine Vorwärtsrolle, sonst kommst du nämlich gleich wieder raus und dann lauf einfach nur dezent nach draußen und du bist in der Zeit unbesiegbar. Muss auch nicht schlecht sein. Limbo ist echt für mich so ein Hin und Wider. Also manchen Situationen sage ich Daumen hoch und manchen könnte ich sagen, wer hat diesen Scheiß gebaut? Da ist es immer noch bei mir immer so ein bisschen. Also natürlich, wie gesagt, der kleine Punkt jetzt für die Stasis, die macht die Sache ein bisschen besser, finde ich. Aber im Großen und Ganzen ist Limbo immer noch ein Kandidat, der an die Wand geklatscht gehört manchmal. Beziehungsweise nicht Limbo selbst, aber zumindest der Spieler hinter dem Monitor, der ihn gerade kontrolliert. So, und bevor ich jetzt auf Wiedersehen schon zu euch sage, weil mehr wollte ich eigentlich gar nicht hier erzählen, folgendes. Bald kommt ja Baro, nicht wahr? Am 7., um genau zu sein, wird ja Baro auf dem Baro-Relais erscheinen und wird alles bei sich haben, was er jemals hatte. Und ihr könnt ihn natürlich nur dann besuchen, wenn ihr ein digitales Ticket von der Tenocon euch mal geholt habt. Solltet ihr das nicht getan haben, dann das kommt das Relais eigentlich nicht drauf. In dem Zusammenhang habe ich natürlich was Interessantes gelesen. Es soll angeblich Exploits geben, damit ihr trotzdem auf das Relais kommt. Aber sollte das DE-Handle wie letztes Jahr, werden alle, die meinen, sie müssten das exploiten, weil nur Leute, die Geld bezahlt haben, ja, kamen ja auf dieses Relais, dann werdet ihr danach gebannt. Ich wollte es nur mal so nebenbei erwähnt haben. Also falls einer jetzt irgendwo sagt dann, ich komme da drauf, ohne dass ich Geld bezahle, ja, und wahrscheinlich ist dein Account danach weg.
wenn du Pech hast. Deswegen vielleicht davon Abstand nehmen, weil heute ist nämlich der letzte Tag, wo ihr das digitale Ticket euch kaufen gehen könnt, also am 3., also heute, ne, ist der letzte Tag und ja, vielleicht dann auch schnell zuschlagen, wenn ihr unbedingt dahin gehen wollt und vielleicht nicht unbedingt den Weg gehen des Fuddelns und des Gebanntwerdens vielleicht. Ich wollte es nur mal so nebenbei erwähnt haben, so ganz nebenbei. So, und das wäre es eigentlich von mir. Danke fürs Beispiel und Zuhören. So viel zum Thema erstmal wieder Limbo. Und wir sehen uns dann bald wieder, wenn ihr mögt, wenn jetzt wieder Neuigkeiten von Warframe rauskommen sind oder ich mich breitschlagen lasse, nochmal so ein das ein oder andere unterhaltsame Erklärbär-Video vielleicht zu machen. Ja. Vielleicht haben wir dann noch was Schönes. Vielleicht haben wir dann ein paar Warframes, vielleicht ein paar Waffen. Wir haben noch ein paar. Ich habe noch genug Warframes vor mir eigentlich, die ich noch kein Wort zu erzählt habe. Schauen wir einfach mal. Bis die Tage erstmal und ciao.